Du verteidigst dich gut. Also Robin, hör auf, die Leute hier umzubringen. Fuck, jetzt wird Will den wahrscheinlich fast umbringen. Na, ah, er ist umgebracht, das war nicht geplant. Okay. Obwohl, Will kann hier eigentlich auch kurz hin. Obwohl, nein, er hat ja hier so ein Teil, mit dem er die ja locker auslappt. Gute Nacht. Gute Nacht. Was macht er da? So, und die anderen hier. Hallo. So, so macht man das. Jetzt haben wir zwar zwei Steine weniger, aber die kriegen wir wieder. Die werden jetzt eh gerade wieder gesammelt hier in Sherwood. Mhm. Da vorne, hinten, wo auch immer. Und Dudley darf hier erstmal alle fesseln. Währenddessen können wir hier dieses Ding einsammeln. Von dem Bettler. Hier, weiter fesseln. Ah, der zeigt uns, was hier rumläuft. Okay, cool. Ihr anderen macht euch jetzt... Ja, fesseln mal weiter. Ihr anderen macht euch schon mal auf den Weg. Ihr macht euch bereit, da hochzugehen. Die Leute können wir auch liegen lassen. Da wird hoffentlich keiner runterkommen. Und Robin stürmt jetzt mal da hoch. Ich hoffe, dass er rechtzeitig oben ist und ihn auslaufen kann. Oh. Wer da? Gebt euch zu erkennen. Robin ist. Ich bin schneller. Ich muss Hilfe holen. Hier unten sieht's aber auch nicht viel besser aus für dich. Ja, jetzt hier. Spack mal nicht so ab. Ups. Autsch. Wie schmeckt dir das? Verteidige dich. Gute Nacht. So, Mann, was für ein Chaos wir hier immer verursachen. Dabei könnte das Ganze doch viel einfacher gehen. Hier können wir nicht mal aufschließen. Da hinten ist nicht mal eine Tür. Okay, wie sollten wir Leute hinbringen? Es wird da beknackt. Na, der Armbrustschütze hier kommt auf uns zu. So, gute Nacht. Ah, Dudley, du sollst ihn fesseln, du Depp. Gut. Fesselst du ihn jetzt oder lässt du ihn da gemütlich liegen? So. Robin, du kannst, glaube ich, den Hellebardier hier ausnocken. Der guckt nämlich nicht mal zu uns. Den interessiert Robert, überhaupt nichts. Ja. So, ihr anderen folgt nach. Die brauchen wir im Moment überhaupt nicht. Das ist... Oh. Moment. Die komischen Typen sehen hier direkt zu dem Typen. Sollen wir uns da was anderes überlegen? Überlegen? Oh. Okay. Ganz, ganz langsam merken sie was. So, gute Nacht. Dudley, aufstehen, hinrennen. Du rennst auch gleich hin und bringst den Typen da weg. Hörst du jetzt auf zu knien? Ja, egal. Jetzt hat er eh den Typen auf dem Rücken. So, den legen wir jetzt auch dahin, dann merken die bestimmt nichts. Oder da, genau. So. Und hier schauen sie offensichtlich nicht hin. Ja, ihr geht einfach mal runter, sicherheitshalber. Und die Patrouille lassen wir mal vorbeiziehen. Scheinen nichts zu checken, was hier abgeht. Also weiter. Fuck. Genau in dem Moment habe ich gespeichert. Okay, aber zum Glück ist Robin Hood so intelligent, also dieses Spiel, nicht Robin Hood selber, dass es hier eine alternative Schnellspeicherung gibt. Das ist echt nützlich. Wo zeigt denn der hin? Wieso zeigt er auf uns? Was will denn der wieder uns verraten hier? Die waren's. Du da, der K.O. da liegt, die waren's. Du kannst nichts machen, die waren's. Okay, nächster. Gute Nacht. Das dürfte die Patrouille nicht mal bemerken. So, fesseln. Will rennt auch mal dahinter. Ja, rennen einfach alle hinter. Dürfte noch zeitlich reichen. Will, einsammeln. Und was sehen wir hier? Oh, wir sehen da direkt rein. Ah. Okay, cool. So, sehr gut. Ja, ihr könnt ruhig alle wieder aufstehen. Will, du ziehst jetzt mal herunter und schaust dir an, was hier rumliegt. Die laufen immer noch hier im Kreis. Aha, Innenhof. Okay, interessant. Und hier ist noch was. Das zeigt uns darüber.
Okay, bis auf einen sehen wir gerade alle. Wieso wird der eine hier nicht gezeigt? Ist aber glaub auch ein Armbrustschütze. So, und ich lasse mich hier von euch nicht ärgern. Von euch auch nicht. Komm und teste mein Gewehr. Oh Gott. Na, von beiden Seiten hast du keine Chance bei dir. Bei dir schwierig. So. Gibt euch zu erkennen! Test mein Mordes! Zeigt euch mit deine Bewegung! Hier werd ich Zeit, dann! Hängst du an deinem Kopf? Stehen, Feigling! So, einer noch. Bewegung. Komm und teste meinen Morgenstern! Einige dich! Der hat gesessen. Och. Ganz am Schluss hat noch einer getroffen. Jetzt mach den noch mal fertig hier. Autsch! Das war sehr ungeschickt. Jetzt lasse ich mich hier noch vom 50er Schlag treffen. Komm, was ist mein Morgen? Er haut einfach irgendwo hin und kloppt die trotzdem alle. Ach, ihr Penner. Die sind noch hier gut genug versteckt. Hey, so geht's doch. Autsch. Okay, lassen wir doch mal da liegen. Vorwärts, Marsch! Sind wir weit zu weit weg von den Typen mit dem da, das, hier, gute Nacht. Und du schnappst hier gleich die nächsten. Hehe. Autsch, autsch. Ich werde es euch zeigen. Der ist doch noch wach. So, das war cool. Aber ein bisschen chaotisch, aber egal. Hauptsache sind alle weg. Sag mal, hört ihr auf, alle zu kriechen? Seid ihr eigentlich doof? Hier, ihr zwei, nehmt euch ein Zimmer. Ups, Studley, du Trottel, du doch nicht. Darfst du jetzt nicht mit rein. Und da hat es noch so einen Ritter. Der gefällt mir überhaupt nicht. Du schaffst den mal hier weg, trägst ihn am besten dorthin, damit ihn keiner sieht. Ich weiß ja nicht, ob die den doch noch entdecken könnten und dann irgendwie aufwecken. So, Studley, weitermachen. Will, du kannst jetzt hier mal mit der reden. Wehe mir, mein armes Kind stirbt an einem Fieber und wie kann ich es heilen? Heilkräuter sind so selten. Verliert nicht den Mut, gute Frau, wir werden Heilkräuter für euren Sohn suchen. So, wir haben hier zum Glück Lady Marian dabei, die kann heilen, die steht da irgendwo im Haus rum. Robin ist auch da drin. Robin ist. Wie unauffällig. Okay. So, heilen wir das Kind hier. Oh, fuck. Oh, vielen Dank, meine guten Freunde. Wir werden alle Heiligen bitten, euch vor Krankheit und Leiden zu schützen. Ja, er sieht uns einer. Oder hat uns gerade gesehen. So, noch ein Kleeblatt. Das haben wir schon 5. Je mehr, desto besser. Und jetzt, gute Nacht, Ritter. So. Das ging ja gar nicht so schwer. Die haben ja überhaupt nichts drauf. So, jetzt brauche ich Robin und Will. Am besten, ja. Nee, dann müsst ihr uns sehen, wenn wir hier hinlaufen. Also. Komm und teste meinen Morgenstern. Komm und teste meinen Morgenstern. Oh, jetzt habe ich Robin ausgedockt. Ah ja. Sehr seltsam. Komm und teste meinen Morgenstern. Ach, das Kind kriegt voll die Panik. Okay, gut. Hier oben haben wir fast alles erledigt. Da ist noch ein Hellebardier und dann ist dieser Teil hier schon mal abgeschlossen. Ah, der ist auch gleich weg. Hallo. So. Ja, fährst du weiter und ja, da kann man rein, das ist gut. Überliegen nur Leute rum, die gefesselt sind. Aber alle sind noch am Leben, das ist doch ganz gut, ne? So, jetzt erstmal hier rein. Und Studley, bist du fertig? Jo, du auch da rein und ihr zwei am besten auch da rein. So. Jetzt gehen wir mal darüber und knocken den Hellebardier gleich mal aus. Hey, Kleiner. Studley kann hier gleich mal fesseln. Oh, oh, da unten, das sieht echt nicht gut aus mit den ganzen Bogenschützen. Gebt euch
Komm, und teste meinen Morgenstern. Autsch. Keine Bewegung. Hängst du an deinem Fuck. Kopf? Das finde ich aber jetzt nicht gut. Oh Gott. Ich muss Hilfe. Ah, schütz dich selber. In diese Richtung. Oh, super. Ich habe einfach in irgendeine Richtung geklickt, weil ich nicht so schnell war. So. So, nochmal, gute Nacht. Will. Ja, am besten Will bleibt hier. Du verziehst dich. Nein, nicht in die Richtung. Was tust du? Er rennt noch schneller. Nicht in die Richtung. Oh, okay, schneller. Gut, nochmal. Will, hierhin. Studley fesselt. Du kannst aufheben. Will macht sich bereit. Wenn der hier zu viel rumzickt, dann... Gebt euch zu erkennen. Der kommt. Komm, aua. Und du auch gleich. So, weiter fesseln. Puh, okay. Das ist einfach zu einfach. Irgendwie. Mit Will hier durchzurennen, das ist sowas von einfach. Ich weiß auch nicht. Oh, da oben hat es noch was. Da oben ist einer. Okay, die werden überhaupt nicht gesehen. Leg den mal ab und... Oh, der ist gar nicht gefesselt. Studley, du Trottel. Will soll mal da rein. Robin geht mit. Studley fesselt da gerade. Oh, Moment. Es kann gut sein, dass er hier gleich gibt, euch zu erkennen ruft. Oh Gott, bleib stehen. Nee, passt. Die laufen immer noch im Kreis. Und ihr versteckt euch auch mal da in der Tür. So, Robin, raus mit dir und mal sehen, wer da ist. Du kannst ihn gleich mal auslocken. Jawohl. Hallo. Irgendwie sinnlos, weil er einfach ganz allein da oben rumsitzt und nicht mehr was machen kann, aber... Ja, lassen wir ihn schlafen. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal um die Bogenschützen kümmern. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich bande von Unfähigen. Aber Lady Marian kann hier mal Will heilen. Ist nämlich ziemlich verletzt. So, jetzt geht ihm schon besser. Okay. Wie mache ich das am besten? Ich könnte sie alle mit Robin abknallen, aber dann würden sie alle sterben. Das ist ja logisch. Oder mit Lady Marian. Die kann, glaube ich, auch nicht so schlecht schießen. Oh, fuck. Lalala, ich bin gar nicht da. Ich bande von Unfähigen. Komm mir doch. Ich probiere es einfach so. Komm und teste meinen Morgenstern. Autsch. Okay, ich kann nicht gegen alle gleichzeitig ankommen irgendwie. Ich habe eine Idee. Aber erst muss ich warten, bis die Patrouille noch eine Runde gedreht hat. Und dann versuche ich die Idee in die Tat umzusetzen. Allerdings wird es diesmal Tote geben. Will hierhin. Ups, lass die Karte hier. So, ihr zwei stellt euch hier auf. Robin ist ein bisschen schneller unterwegs als Lady Marian. Okay, Will, stell dich mal hier auf. Und jetzt zieht beide mal schon mal euren Bogen. Den werdet ihr gleich brauchen. Keine Bewegung! Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm! Komm und teste meinen Morgenstern! So. Schon mal hier. Komm und teste meinen Morgenstern! Okay. Komm und teste lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ich kann es sogar schaffen. Jawoll! Das Schild ist ja sowas von nützlich. So. Ha! Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das war schön. Ich glaube, ich frage mich gerade, was Lady Marian macht, wenn sie Leute am Boden sieht. Ich glaube, dass sie die auch irgendwie ausnimmt oder so. Ich bande von Unfähigen. Okay, das hätte jetzt doch viel besser geklappt, als ich dachte. Dieses Schild ist genial. Wenn er mit dem Rücken zu Bogenschützen steht, dann kann er sie auch automatisch abblocken. Ich dachte, dass es nur geht, wenn er das Schild zieht, aber so geht's auch. Ist cool. Wo ist der Typ da? Ich will ihn fesseln. Oh, ich habe einen falschen ausgewählt. So, jetzt. Robin. Knock mal den Kerl da unten aus. Wir kloppen uns hier durch die Gegend. Wir machen die ganze Burg hier platt. Hier bleibt keiner wach. So, und am besten, wir legen uns hier gleich mal mit dem Ritter hier an. Ich bande von komm und teste meinen Morgenstern.
Nicht. So, gute Nacht. Ja, das ging auch ganz einfach. So, jetzt kannst du hier gleich mal das Geld hier einsacken. Geld einsacken. 1000, sehr schön. Jetzt haben wir schon 44.000. Wir haben schon fast die Hälfte von dem Lösegeld für Richard. So, und da ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll, einfach draufkloppen. Komm und teste meinen Morgen. Ja, zeig durch. Oder keine Bewegung. Komm und teste meinen Morgenstern. So. Oh, da ist noch einer. Komm und teste meinen Morgenstern. Autsch. Jedes Mal dasselbe. Die kommen her und machen so einen Schlag von O. Alles in Ordnung. So. Komm und teste meinen Morgenstern. Bis mein Typ ausgequatscht hat, hat der Typ da schon lang zugestochen und wir haben schon wieder Leben verloren. So, dann ist dieser Teil der Burg hier auch schon erledigt. Sehr schön. Und hier können wir nicht aufschließen und hier können wir auch nicht aufschließen. Gibt's hier irgendwas einzunehmen oder so? Nein, natürlich nicht. Also einzusacken an Geld und so. So, wir hätten zwar auch den anderen Weg nehmen können und frontal reinstürmen, weil wir hier eh schon aufgeräumt haben, aber so geht's auch. Seht ihr, die patrouillieren hier mittlerweile und die hätten die das sofort gesehen, da bin ich sicher. Halt! So, Robin, du musst mal wieder draufkloppen. Also soweit ich weiß, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es so, dass Sir Scarlet auf einfach und auf mittel irgendwie die Leute immer gleich umgebracht hat. Und oh, und hier auf schwierig geht's offensichtlich. Schaut jetzt in unsere Richtung, das ist jetzt doof, aber scheiß drauf. Ist ja nur so ein dummer Ritter, wenn der sich mit uns anlegen will, ist auch gut. Die anderen stellen sich mal hier auf. Ich frage mich, was er macht, wenn er auf uns zustürmt. Eine Bewegung. Oh. Wo rennen sie denn jetzt hin? Oh, fuck. Will, nein. Der wird fuck. Okay, verschwindet.